So, hi Leute, schön, dass ihr da seid. Heute müssen wir einmal eine Anhängerkupplung einbauen. Und zwar wollte mein Vater eine Anhängerkupplung haben. Und folgendes. Es handelt sich hierbei um einen Nissan X-Trail, Baujahr 2017. Und dafür habe ich alles schon besorgt. Das heißt, die Zugvorrichtung ist da, der Elektrosatz und der Knüppel, der ist auch da. Was müssen wir machen? Und zwar werden wir in diesem Video hier einmal die Zugvorrichtung an sich anbauen. Das heißt, wir müssen die Stoßstange abnehmen, die PDC-Sensoren, also den Kabelbau der PDC-Sensoren einmal lösen. An der Seite hat er so Kunststoffschutzleisten, die müssen wir auch lösen, damit wir die Stoßstange abbekommen. Und danach muss dann, soweit ich weiß, der Querträger raus. Und bohren müssen wir, glaube ich, hier gar nicht. Das wird alles nur geschraubt. Ich habe auch schon mal durchgeguckt. Es sind wohl wirklich alle Teile dabei. Also das heißt, es sollte alles kein Problem sein. Und wie gesagt, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal die Stoßstange ab. Gucken mal, wie es darunter so aussieht. Und werden dann den Träger einbauen. Und im Anschluss daran zeige ich euch im nächsten Video, wie der Elektrosatz vernünftig verkabelt wird. So, ich habe mir jetzt mal die Anleitung hier zur Seite genommen. Ja, hier steht drauf, Heckklappe öffnen. Ja. Stoßstange abbauen. Hier steht zwar nicht wie, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wie gesagt, danach muss der Querträger raus, dann muss hier noch irgendwie so eine Lasche an der Seite weg und dann wird schon angefangen, alles nach und nach dran zu bauen. Der Träger, dann haben wir hier an der Seite Bleche ein paar. Also insgesamt besteht die Zugvorrichtung aus 1, 2, 3, 5 Teilen. Ja, das sind insgesamt 5 Teile plus einmal der Knüppel natürlich. Und viele Schrauben, viele Unterlegscheiben. Wir müssen, bevor wir die Stoßstange montieren, einmal einen kleinen Ausschnitt noch machen. 55 x 245 mm, das ist also tatsächlich nicht viel, das ist dann so hoch und dann so breit ungefähr. Das werden wir hinkriegen. Ja, und dann muss die Stoßstange wieder dran, Klappe zu. Beziehungsweise Stoßstange machen wir dann nicht dran. Danach machen wir natürlich erstmal den Elektrosatz fertig. Da werden wir uns hier in dem Bereich ein bisschen aufhalten. Und ja, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an, die Stoßstange abzubauen. Anleitung lasse ich mir hier. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal sichtbar eine Schraube. Hier an der Seite auch schon mal eine Schraube. Und dann, wie gesagt, müssen die Leisten an der Seite gelöst werden. Und dann müssen wir mal weiterschauen. So, zum Lösen brauchen wir hier für die Leiste einmal ein 20er Torx. Und zwar haben wir hier drin zwei Schrauben, die wir einmal anlösen müssen. Das mache ich jetzt auch einfach mal. So, dann haben wir die hier schon mal gelöst und dann müssen wir die Leiste einmal mit dem Kunststoffkeil hier raushebeln. So, dafür nehmen wir uns einen Kunststoffkeil, gehen hier einmal zwischen. Zack. So, dann haben wir die schon gelöst. Jetzt haben wir hier eine 10er-Schraube hinter. Die nehmen wir auch einmal raus. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite auch. So, die 10er-Schraube hier raus. Das hier schon mal fertig. Dann geht es weiter, die Schraube hier und auf der anderen Seite einmal raus. Ist auch 10. So, dann haben wir hier unten noch eine Schraube. Jetzt mal gucken, wie ist da. Zack, auch raus. So, jetzt haben wir hier unten noch hier so einen Clip, der muss raus und auf der anderen Seite auch nochmal. Weil das ist dann einmal hier gegen
so ein Kunststoff-Dingen fixiert. Wie gesagt, die müssen wir jetzt auch einmal rausholen. Und ja, dann müsste die Stoßstange schon fast so abgehen. So, dafür nehme ich hier so einen Kuhfuß. Das funktioniert eigentlich mal ganz gut damit. Rein, einfach raus. Die werden auch nicht beschädigt, die können wir wiederverwenden. Jetzt gucken wir mal. Hier ist alles lose. So, dann habe ich mich vorher mal kurz informiert. Und zwar müsste jetzt auf der Fahrerseite neben dem Auspuff oben ein Kombistecker sein. Weil der Kombistecker ist für die PDCs und für die Nebelschlussleuchte hier. Den müssen wir jetzt einmal lösen. Und dann könnten wir, glaube ich, die Stoßstange direkt schon abziehen. So, wir haben jetzt noch zwei von diesen Plastikdingern hier vorne auch nochmal, da wo die Schraube saß. So, der ist auch raus. So, und dann müsste die Stoßstange theoretisch abgehen. Hier schon. Ich muss jetzt einmal festhalten. Und von der anderen Seite. Und dann ist die Stoßstange auch schon ab. So, das sieht ja schon mal gut aus. Wie gesagt, jetzt muss der Querträger einmal ab. Dafür haben wir hier hinten drei Schrauben. Also zwei oben, eine unten und auf der anderen Seite genau das gleiche. Die jetzt abmachen, dann muss hier unten die Abschleppöse ab, die wird auch nicht mehr angebaut, die bleibt ab, weil wie gesagt, wir haben ja eine Anhängerkupplung und da kann man ja so einiges dranhängen, wäre auch im Weg, also wir würden die Anhängerkupplung auch gar nicht dran bekommen, wenn wir die Abschleppöse nicht abbauen würden. So, sind alle Schrauben raus, Querträger einfach rausnehmen, so, zack, und erstmal zur Seite legen. So, dann muss hier die Abschleppöse raus, ich habe jetzt gerade mal geguckt, das sind drei 18er Schrauben, die nehmen wir jetzt, nehmen wir uns einen Schlagschrauber und ballern das alles mal raus hier. Achso, von der anderen Seite natürlich auch noch. So. Okay, die erste schon mal raus. So. So, zweite. Sehr gut. So, jetzt ist das Ding hier auch lose. So, dann ist das Monster weg. Ja, den können wir entsorgen, brauchen wir nicht mehr. So, ein kurzer Blick auf unsere Anleitung. Jetzt müssen wir hier dran.
So, und zwar müssen die hier von innen gegengeschraubt werden. Und die Gewinde sind ja schon vorhanden. Das heißt, es kommen da nur 3 Schrauben rein. Dafür gibt es neue. Ne, im Paket sind Schrauben und Unterlegscheiben dabei. Die werden wir dann auch verwenden. Wie gesagt, das ist wahr. Da muss man nämlich drauf achten. Die haben hier eine leichte Neigung. Da muss man wissen, muss man darauf achten, welche auf welche Seite kommt. In dem Fall ist das hier die Fahrerseite und das hier die Beifahrerseite. So, ich habe mir die ganzen Schrauben einmal sortiert. Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben etc. Damit das alles einfacher halt ist, ja, ohne zu suchen. In der Anleitung steht halt immer drin, welche Schrauben halt zu verwenden sind. In dem Fall brauchen wir jetzt M12 mal 1,25 mal 40. Das sind die Dinger hier mit einem Feingewinde. Denn ich habe mal geguckt, wir haben davon 6 Stück, weil es ist alles M12 hier irgendwo. Wir haben aber M12 mal 1,25 mit dem Feingewinde hier. Dann haben wir hier M12 mal 40, M12 mal 25 und M12 mal 35. So, das lässt sich jetzt alles ganz gut zuordnen. Die Muttern sind alle die gleichen, das heißt, die Muttern sind alles M12er. Die Feingewindeschrauben hier sind nämlich die Schrauben, wo jetzt gerade ja, die Abschleppöse dran war. Das sind die Schrauben, die wir dann da reinhauen müssen auch. Bloß nicht die hier nehmen, dann versaut ihr euch das Gewinde. Da müsst ihr euch drauf, einfach mal drauf achten, wenn ihr euch irgendwie eine Anhängerkupplung für euer Fahrzeug besorgt. Sortiert euch das alles vor und achtet darauf, welche Schrauben wirklich wann benutzt werden. Also ich habe mir jetzt schon mal alles vorbereitet. Mit dem Schrauben, wir haben die Unterlegscheiben so drunter. Bei der Unterlegscheibe solltet ihr darauf achten, eine Seite ist leicht abgerundet, die andere ist gerade, also glatt. Die glatte Fläche sollte immer als Auflagefläche genutzt werden, deswegen glatte Fläche nach oben. Wir nehmen uns das Gerät hier. Ich setze mal eine schon mal an und dann fummeln wir das Ganze mal hier einfach mal rein. So, das Ding hängt. Wir ziehen das jetzt einmal handfest alles an. So, in der Anleitung steht, alle M12er Schrauben mit 87 Newtonmetern anziehen. Das machen wir jetzt auch. Seite funktioniert das alles ein bisschen anders, da wir da keine vorgefertigten Gewinde haben. Dafür gibt es hier so ein Blech, das schieben wir durch das Loch im Querträger Montagepunkt durch und schrauben das dann hier so mit dran. Ganz easy. Dazu nehmen wir uns natürlich auch nur 2 Schrauben. Zack. Zack. Und zack. So. Und wie gesagt, gehe jetzt einmal auf die Seite. So, wir nehmen uns das Blech. Das kann nämlich von der Seite hier so hoch. Kommt hier dran.
So, wieder unseren Drehmomentschlüssel. So, dann haben wir den Träger auch dran. Jetzt gucken wir mal weiter in die Anleitung, was da jetzt noch so steht. So, jetzt steht hier, dass wir diese beiden Winkel auf beiden Seiten dran machen müssen. Auf der linken Seite wieder mit der Unterlegscheibe hier, mit dem Gewinde drin. Und auf der rechten Seite direkt dran. Sieht man, mit drei Schrauben hier gegen den Träger. Und in dem Fall wieder reinschieben und dann von unten festschrauben. Und zwar müssen wir jetzt hier darauf achten, wir haben eine mit Feingewinde, die kommt ganz hinten rein und wird direkt in die Karosserie geschraubt und die beiden werden gegen dieses Blech geschraubt. So, wir setzen das Blech hier rein wieder, so. Nehmen uns eine Schraube von unten. So, jetzt sind wir hier drin. Seht ihr nicht? So, wir sind jetzt hier drin und schrauben jetzt die Schraube halt gegen diesen Halter. Hält schon mal die zweite Schraube. So, die beiden kann ich mit dem Schlagschrauber auf jeden Fall mal anziehen. Ja, ich brauche eine Verlängerung. Ich ziehe die jetzt nur vor, also ich ziehe die jetzt nicht total fest. So, das reicht erstmal schon. Wir müssen jetzt die hier noch ganz hinten rein. Jetzt mal suchen das Loch. Wie gesagt, alles einmal festballern und dann geht es schon wieder weiter. So, jetzt müssen wir die beiden Bleche hier gegeneinander fixieren mit den beiden Schrauben. Das heißt, einmal hier durchstecken. So, ist der Halter dran, ziehen wir den natürlich dann wieder fest. Auch wieder mit dem Drehmomentschlüssel. Alles fest, alles super. Jetzt machen wir das gleiche Blech nochmal auf der anderen Seite dran. Und dann kann, glaube ich, hier schon der Träger auch drauf. Nehmen wir uns hier die 3M12er Schrauben. Die müssen hier einmal durch, gegen die Karosserie wieder. Ne?
So, die drei sind drin. Jetzt nehmen wir uns die M12er hier und schieben die direkt mal hier durch. Sind wir soweit, dass wir den Träger montieren können. Ja, wie gesagt, Schrauben hier drüber, Schrauben da drüber, einmal ansetzen, festziehen. Das sind jeweils drei Schrauben. Am besten macht ihr das zu zweit. Ich mache es alleine. Das kriegt man schon irgendwie hin. So, reinhängen das Ding. Einmal eine Schraube durch. Auf der anderen Seite eine Schraube durch. Dann habt ihr schon mal die Grundposition. Wie gesagt, jetzt an die anderen beiden Löcher auf beiden Seiten auch nochmal die Schrauben durch. Muttern, Unterlegscheiben nehmen und einmal alles festziehen. So, dann ziehen wir einfach mal alles fest. Zack und zack. Und natürlich mit Drehmoment einmal nachziehen alles. So, als nächstes müssen wir die Aufnahme für den Knüppel einbauen. Das Ding kommt einfach nur hier rein, wird hier reingedrückt. Das ist alles natürlich super. So, das richten wir jetzt einfach mal aus noch und dann, wie gesagt, einmal Schrauben rein und fertig. So, hier habe ich jetzt ein Loch schon mal gefunden. Ich gucke mal, ob das passt. So, jetzt hat er sich richtig gerade gedreht. So, jetzt einmal alles festziehen. Einmal alles festknacken wieder. So, als nächstes haben wir ein bisschen Kleinkram zusammenzubauen, und zwar den Halter für den Elektrosatz. Den werden wir schon mal einmal montieren, damit er schon mal hängt. Das heißt, wir haben hier eine Schraube, die durch muss.
eine Unterlegscheibe, einmal das Gerät hier, ja. So, die Feder, die hier drauf kommt, noch eine Unterlegscheibe und die Mutter hier. So. So, jetzt geht es um Folgendes. Wir müssen jetzt den Ausschnitt herstellen. Wie man hier sehen kann, ist der Ausschnitt nicht mittig. Also wir können jetzt nicht auf einer Mitte hier wegsägen, sondern der ist leicht zur Fahrerseite hin versetzt. Das heißt, wir ziehen uns jetzt erstmal hier in der Linie genau mittig und dann können wir von hier aus messen. Nach rechts 75 mm, nach links 170 mm und insgesamt eine Höhe von 55. Das ritze ich mir jetzt einfach mal alles ein, so wie ich es brauche, und dann schneiden wir dann das Stückchen hier aus. Jetzt haben wir hier schon mal die Mitte. So, und dann steht hier 75. Und 170 in die andere Richtung. So, das ist jetzt die genaue Breite, die wir ausschneiden werden. So, vernünftig ansetzen hier. So, und eine Höhe von 55. So, das ist eine Höhe von 55. So, das gleiche auf der Seite. So, und dann können wir entlang der Linie, die wir uns eingezeichnet haben, das alles einmal schön ausschneiden. So, hier haben wir jetzt schon mal einen Schnitt drin. So, hier auch. Und dann müssen wir jetzt einmal das lange Stück hier ziehen. Das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Da müssen wir richtig genau arbeiten. Also da muss man jetzt ziemlich genau arbeiten, hier um die Linie zu bekommen, weil wir hier jetzt nochmal diese Ecke haben, also hier einmal vernünftig durchkommen. An sich ist es ein nicht sichtbarer Bereich, das heißt, diesen Teil der Stoßstange sehen wir sowieso nicht. Also wenn das jetzt nicht hundertprozentig gerade ist, ist es nicht schlimm, weil man sieht sowieso nicht. Weil man sieht halt nur den Bereich bis hier ungefähr und das fällt gar nicht auf dann.
So, und der Ausschnitt ist fertig. Also das kann man jetzt alles mit einer Feile noch ein bisschen entgraten. Aber das sieht eigentlich sehr gut aus. Hätten wir das auf jeden Fall geklärt. Ja, den Einbau machen wir im nächsten Video. Denn da geht es dann weiter mit dem Elektrosatz. Also schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Das war jetzt alles natürlich ziemlich lang, aber ich wollte die Videos jetzt nicht so extrem in die Länge ziehen. Deswegen gibt es hier zwei Teile. Der nächste Teil kommt dann in Kürze. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet wieder ein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.